Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Und heute mal mit einem ganz besonderen Gast, denn ihr habt schon ja gehört, der liebe Fix ist dabei. Hallo, das bin ich, jojo. Weil er ist übers Wochenende zu mir hier nach Berlin gekommen, denn er hat an Ball teilgenommen, das YouTuber-Turnier, falls ihr das nicht wisst. Und ja, dafür ist er jetzt am Wochenende hier bei mir und heute nehmen wir zusammen mal den Daily Shop auf. Das erste Mal überhaupt, dass sowas jemals passiert ist, dass ich hier einen Gast dabei habe. Premiere! Ich sehe Chris in Real Life, oh Leute. Mein Gott. Oh mein Gott! Wir machen aber natürlich hier ganz normal weiter mit dem Daily Shop. Also alles wie immer. Wir fangen einfach auf der linken Seite an und ich würde sagen, als Gast darfst du natürlich beginnen. Oh Leute, heute haben wir einen extrem krassen Skin an der linken Seite drin. Das, Leute, wollte ich schon immer mal sagen. Wir haben hier den Archetype. Ist ein cooler Skin. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn mir privat gekauft habe, aber Chris hat ihn und ich glaube, ich habe ihn auch, weil ich habe fast jeden Skin, den Chris gekauft hat. Ja. Okay, mach weiter, kannst direkt auf. Er muss die Maus bedienen, weißt du, Leute, ich kann nicht klicken, weil sie sitzen dann natürlich nebeneinander. Ich hoffe, das geht mit dem Mikrofon, weil das Mikrofon ist jetzt nicht optimal dafür. Ich hoffe, man versteht das so halbwegs. Ja, okay, machen wir weiter mit der Messhacke für 500 V-Bucks. Ich spiele direkt mal kurz den Sound ab. Ich glaube, die hatten einen ziemlich coolen Sound. Wir haben gerade keine Kopfhörer auf, deswegen. Bester Sound, Alter. Bester Sound ever, wenn wir jetzt direkt hier raushauen. Ich glaube, der Sound war relativ cool, deswegen habe ich mir die Hacke auch direkt gekauft. Ansonsten, ja, das Design relativ schlicht. Ja, und dann sind wir hier beim Gleiter. Servo heißt der. Finde ich einen coolen Gleiter. Ist nicht dieses Standardmodell. Kostet aber. Wenn ich das immer sage, ne? Kostet aber 1200 V-Bucks. Und ob sich das lohnt, wirklich die 1200 V-Bucks auszugeben, ja, weiß man nicht. Aber. Kommen wir zum nächsten Item. Okay, du musst draufklicken. Nice. Und zwar der Jewel Set Ranger. Immer noch hier für 800 V-Bucks der Weihnachtsskin. Holt ihn euch, Leute. Ich finde ihn mega, mega cool. Extrem billig auch noch dafür. Sehr, sehr guter Preis also. Und wer weiß, wie lange die Weihnachtsskins noch bleiben. Könnte also ja eigentlich schon sein, dass der heute zum letzten Mal reinkommt, wenn wir Pech haben. Es gibt ja noch den Nussknacker und es gibt noch den Weihnachtselfen und die Rentierfrau, oder? Die Rentierfrau, ist die jetzt nicht mit drin? Nee. So kommen wir auch gleich zum nächsten. Stimmt, ich glaube, das ist die nächste, oder? Nee, du hast das Bild verschoben. Er hat auf dem falschen Bildschirm geklickt. Egal. Nee, oh nein. Das ist nicht die Rentierfrau, siehst du? Ich glaube, ich habe die nicht. Ich muss mir die kaufen. Oh mein Gott, ich muss mich einloggen. Nichts da, ey. Du kommst hier nicht an meinen PC. Oh doch. Ja, Leute, das gibt's noch. Das ist noch ein Weihnachtsskin. Und ja, wie gesagt, die Rentierfrau, die habe ich nämlich. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Weihnachtsskins kommen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wie in die Kommentare, wie so, als ob die Leute das wissen. Du meinst also, ob die Leute denken. So. Ja, ob die Leute denken, dass die Weihnachtsskins kommen, schreibt es mal in die Kommentare. Wir kommen zum nächsten Item, Leute. Und zwar dem Kuschelig-Gleiter für 800 V-Bucks. Einige Leute haben mir geschrieben, dass es den Gleiter schon gab. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, weil ich habe extra nachgeschaut. Es gibt eine Datenbank dafür, an welchem Tag welche Items hinzukamen. Und ich habe diesen Gleiter nicht gefunden. Gut, es war vielleicht auch schon ein bisschen spät in der Nacht. Wir sind halt erst sehr spät von Ball zurückgekommen. Und dadurch könnte es vielleicht gewesen sein, dass ich ihn überlesen habe. Aber ich habe extra so 3 Minuten da so die Tabelle gecheckt, ob da irgendwo der Gleiter steht. Und ich habe ihn nicht gefunden. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er halt neu ist. Ich habe ihn damals auch nicht, konnte mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ich glaube, du auch dich nicht an den Gleiter. Nee, ich konnte mich auch nicht dran erinnern. So oder so auf jeden Fall. Eigentlich ein ganz cooler Gleiter, ist halt so animiert. Aber ja, 800 V-Bucks. Ich habe ihn mir halt gekauft, weil es ein Weihnachtsgleiter ist und ich halt diese Weihnachtsskins haben will und nicht wieder die verpassen will. Und ja, deswegen habe ich mir den geholt. Und du darfst weitermachen. Oh, nächstes Item. Knight Rider. Nicer Skin. Ich finde eher nicht, oder? Also ich feiere den nicht so. Ich muss sagen, ich finde ihn schon ganz cool, aber ich habe ihn jetzt auch gekauft, aber fast nicht gespielt. Ja, damals hat man sich den gekauft, weil er halt rauskam. Ja, er war neu, der hatte so einen Helm und so, aber mittlerweile, ja, ich weiß nicht. Er hat nicht mal ein Backpack dafür, dass er 15 Euro kostet. Oh mein Gott, für 1500 V-Bucks? Warte, ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Skin hier, Alter, was ist da los? Voyager, ich glaube, der war mal ewig lang nicht drin, der kam dann vor ein paar Wochen mal wieder in den Shop. 800 V-Bucks ist in Ordnung, aber ich habe ihn nur gekauft, weil ich ihn zu manchen Skins gut kombinieren kann. Ich hatte zum Beispiel ich mache ja so eine Serie, die Top 5 Skin-Kombinationen und da habe ich auch in einer Skin-Kombination diesen Gleiter verwendet. Dafür finde ich es ganz cool. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich mir den unbedingt holen würde. Und dann komme ich schon zum Highlight jetzt, du bist dran. Highlight des Tages, meine Freunde. Und zwar der neue Emote. Ja, das ist der neue Emote. So ein kleines bisschen, wie heißt das?
was du meinst, da so Pantomime? Macht. Pantomime, finde ich ein cooler Emote. Ist geil, vor allem mit dem Ende, dass er da wieder so einen anderen Emote klein andeutet. Ne? Ja, das ist schon ziemlich cool. Wie mit diesem, Handzeichen-Emote, wo er dann am Ende den L-Dance macht. Genau, und hier macht er auch dieses keine Ahnung, Arm der? Nach oben. Ich weiß nicht. Freuen? Nein, ich weiß auch nicht, wie der Emote heißt. Auf jeden Fall, ja, ich finde 500 V-Bucks ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, kannst darf du dich direkt kaufen, mal gönnen. Ne? Erstmal auf deinen Nacken mit dem Creator-Code Snoxy, Leute. Könnt ihr natürlich heute wieder 100 Euro gewinnen. Aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Genau, am Ende löse ich den Gewinner wie jeden Tag auch noch auf. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, nämlich mit der Hacktechnik. Eine Hacke für 800 V-Bucks. Du kannst hier mal kurz auf den Sound klicken. Pow! Ja, ich finde sie nicht so geil, weil sie vor allen Dingen oben so dick ist. Das gefällt mir persönlich eher nicht so. Diese kleinen Blitzeffekte sind schon ganz nice, aber ob ich mir die Hacke deswegen kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich habe sie auch, aber auch nur, weil sie zu dem Set gepasst hat. Aber es gibt coolere Hacken und für 800 lieber. Guck mal, wie fett die oben ist. Ich find, ja, die ist mega fett und der Sound ist auch nicht so geil und passt irgendwie zu. Du hast den Sound gar nicht gehört. Ja. Kennst du den auswendig? Ja, ich kenne den Sound, aber es ist halt nicht so. Krass. Naja, wir kommen zum nächsten Item, und zwar ein neuer Tanz, beziehungsweise ein alter Tanz. Ja, und zwar ist es der Capoeira-Tanz. Es ist ein Emote. Ich habe ihn mir jetzt nicht gekauft. Ich fand ihn irgendwie nicht so cool. Ja, allgemein. Ich habe das kaum nicht mehr verwendet. Ja, ich mag Capoeira, so die Sportart oder die Kampfsportart, aber der Emote irgendwie passt nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht gekauft. Aber Snoxy, der Ehrenmann, kauft sich doch alles hier, Leute. Ja, ich habe echt alle Emotes immer noch. Also ja, ich bisher habe ich noch jeden Emote. Also außer im Bett passieren habe ich ja nicht komplett fertig immer. Alter, weißt du, was mir auffällt? Was denn? Du hast einfach den heutigen kompletten Shop ganz im Besitz. Oh. Du hast jedes Item, welches heute im Shop ist. Es ist fast immer so. What the fuck? Es ist so, ich sag mal, aus 2 von 3 Tagen ist das so. Okay, du weißt, hast du noch nie drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Kommen wir zum letzten Skin. Nämlich der Abtrünnigen für 800 V-Bucks. Finde ich, ist ein ganz cooler Skin, ist so ein richtiger Schwitzer-Skin. War mal relativ selten. Und ich finde, auch wenn es nur einer von diesen Default-Skins ist, ist es trotzdem ganz nice, weil er halt einfach dieses komplett anders farbige Outfit hat. Und es ist halt einfach einer der krassesten Schwitzer-Skins überhaupt. Also falls ihr ja Schwitzer seid, holt ihn euch auf jeden Fall, damit wir euch erkennen. Ich habe ihn gekauft und ich muss sagen, rote Ritterin-Schild hinten drauf. Schwitzer ist optimal perfekt, wisst ihr? Okay, jo, dann würde ich sagen, war es das schon zum heutigen Daily Shop. Ich hoffe, es hat auch mit dem Mikro irgendwie so gepasst, dass man uns halbwegs versteht. Ja, und wenn es euch gefallen hat, diese Du-Folge, dann lasst gerne ein Like da. Und ihr könnt auch den Fix abonnieren. Ich packe seinen Link zu seinem Kanal oben in die Videobeschreibung. Also schaut unbedingt mal vorbei und lasst ihm jetzt ein Abo da. Leute, geht rüber. Raut so 300.000, ey. Also, wir müssen noch die 300.000 dieses Jahr knacken, Leute. Geht rüber, lasst ihm ein Abo da. Wäre sehr, sehr lieb von euch. Und ja, als letztes lösen wir noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 100 Euro verlost, wie jetzt aktuell jeden Tag. Einfach nur, müsst ihr mich als Creator eintragen, einfach nur Snoxy hier eintragen und mir ein Bild davon schicken. Das könnt ihr mir auf Instagram, Twitter oder per E-Mail schicken. Auf Instagram oder Twitter heiße ich Snox und die E-Mail ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und genau, dann könnt ihr immer 100 Euro gewinnen. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Sasinator. Herzlichen Glückwunsch an dich. Wir haben uns hier deinen Tweet hier auch schon auf dem linken Bildschirm geöffnet. Also ja, ich blende ihn auch hier gerade ein. Deswegen ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Ich habe dir auch schon auf Twitter geschrieben, also schau dort mal rein. Und jo, deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.